sein. Eigentlich wollte er Schauspieler werden. Dann kam alles anders. Alexander Eder nimmt bei der Musikcasting-Show The Voice of Germany teil und singt sich in die Herzen der Fans. So wie hier in Linz. Von Alex bin ich gekommen durch die Sendung A Voice of Germany und natürlich auch von diversen Veranstaltungen, die in der Umgebung waren. Und ja, wir sind ein Lokal, das ja auch ein bisschen rockig angehaucht ist. Und natürlich mit seiner Stimme ist es prädestiniert. Seit 2 Jahren geht es mit seiner Karriere bergauf. Er wird gebucht für Live-Auftritte, sowie hier im Rocks in Linz. Es ist die 12-Jahres-Feier des Kultlokals. Alexander Eder ist Stargast. Eine ganz eigene, besondere Stimme. Also ich würde sagen, er hat eine richtige Weltstimme. Also er wird einmal was ganz Großes. Alexander Eder geht mit den Fans auf Kuschelkurs. Der 20-Jährige ist nicht nur zum Anfassen. Er beantwortet derzeit auch die Nachrichten seiner Fans noch persönlich. Toll zu sehen, dass auf Social Media so viele Rückmeldungen kommen. Und ich schreibe auch wirklich nach wie vor jeden persönlich zurück und habe über 35.000 Nachrichten beantwortet, weil es mir einfach eine Herzensangelegenheit war. Weil mir ist früher immer so gegangen, wenn ich einen Fernsehen gesehen habe, habe ich den am meisten geschrieben und habe aber keine Antwort gekriegt. Und ich habe gesagt, sollte ich mal in der Position sein, mache ich es anders. Und dann bleibe ich treu. Weniger treu bleibt er seinem Pop- und Jazzgesangstudium. Das hat er am Stettner an den Nagel gehängt. Der 20-Jährige konzentriert sich jetzt nur mehr auf die eigene Musik. Ich habe jetzt da mit diesem Semester das Studium abgebrochen. Ich möchte mich jetzt total auf die Musik konzentrieren. Ich mache es jetzt auch hauptberuflich. Bin total viel unterwegs. Es macht einfach total viel Spaß. Und jetzt da kommt im Mai dann ein Album. Und ich hoffe natürlich, dass ich auch das eine oder andere Mal jetzt im Fernsehen zu sehen sein werde. Alexander Eders Leidenschaft, er sammelt Schallplatten und entdeckt im Rocks diese hier. Das ist zwar eine Schallplatte, aber auch eine Speisekarte. Das war die geniale Idee eigentlich von unserem Marketingchef, vom Leitner Andreas, der das mit den Schallplatten auf den Tisch gebracht hat und wir waren von Anfang an eigentlich auch begeistert und wir haben einmal kurz unterbrochen, haben andere Speisekarten gehabt und die Gäste waren eigentlich sehr enttäuscht und jeder wünschte diese Speisekarten, das ist einfach ein Highlight. Eine Schallplatte als Speisekarte, Gitarrenlampen und ein Stargast bei der 12-Jahres-Feier im Rocks. Der es schafft, ein bisschen Elvis-Feeling in das Kultlokal zu bringen. Dankeschön!